Und nun möchte ich aber zum Schlussakt kommen. Und zwar kommen wir zum letzten Redner, dem Initiator der Veranstaltung. Wer ist der große Unbekannte? Das ist Murat Yılmaz. Und er hat unter anderem eine Online-Petition gestartet zur Anerkennung und der Forderung nach Aufklärung des Völkermords. Und innerhalb weniger Wochen sind schon 10.000 Unterschriften zusammengekommen und das ohne Lobby. Und das möchten wir jetzt gerne von dir erfahren, lieber Murat. Was waren deine Beweggründe für dieses Engagement, für die Konzipierung und Durchführung dieser Veranstaltung? Und wie siehst du die Einschätzung, also wie ist deine Einschätzung der Lage momentan? Und nach 100 Jahren, wie geht es weiter? Und bitte einmal auf die Bühne. Von der Partei EDP aus der Türkei. Schön, dass Sie extra aus dem Bewerber dazu sehr bereit sind. Das freut mich sehr. Das freut uns sehr, Sie unter uns zu haben, denn es zeigt uns, dass die EDP dieses Thema sehr ernst nimmt. Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete Herr Birkwald von der Partei Die Linke, sehr geehrte Ratsfraktion der Stadt Köln, sehr geehrter Herr Professor Dabak vom Institut für Diaspora und Genetikforschung, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Diaspora-Gemeinde, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße euch alle recht herzlich und freue mich, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich an dieser Stelle bei bestimmten Menschen für ihr Engagement bedanken. Zuerst möchte ich mich an Herrn Bürgermeister Karotas für die Teilnahme bedanken. Des Weiteren möchte ich mich bei den Diaspora-Verbänden bedanken, dass sie durch diese Teilnahme und Kooperation es ermöglicht haben, diese Gedenkveranstaltung in dieser Breite zu verwirklichen. Ein besonderer Dank geht an meine Unterstützung der Mieter-Abteilung, die mir trotz des Verlustes ihrer Mutter stets zur Seite stand. Danke auch an Sebastian Dahlhausen und SDS und Thomas Steffen, die mich unterstützt haben. Ich danke allen Helfern, die meinen Aufruf bzw. meine Einladung gefolgt sind, die sich aus unterschiedlichen Gemeinden Gemeinden, Verbänden, Parteien und Ständengruppen freiwillig für diesen guten Zweck gemeldet haben, um sich hier aktiv einzubringen. Ein lieber Dank geht an alle meine finanziellen Unterstützer, die Linke Köln, Linksjugend Solid NRW, Herr Metin Yildirim, dem Inhaber des Restaurants Barrios Moyos und sein Team, die Bewertung und seinen Service aus dem Platz einvernommen haben. Danke vielmals. Mein besonderer Dank geht an unsere bezaubernde Moderatorin Laila Konuk, die spontan eingesprungen ist, nachdem der vorherige Moderator aus persönlichen Gründen kurzfristig abgesagt hat. Meine lieben Gäste, ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick über meine Person geben und Ihnen mitteilen, wozu ich diese Gedenkveranstaltung in dieser Form organisiert habe. Ich möchte die Information und das Gesagte nicht wiederholen, aber erlauben Sie mir, Ihnen dennoch meinen Standpunkt zu übermitteln. Mein Name ist Murat Yılmaz, ich bin hier in Deutschland geboren, doch meine Wurzeln sind in Ersin und Tercan aus der Region der Ersin. Ich habe diese Gedenkveranstaltung in diesem Rahmen organisiert, weil ich zu gemeinsamen Aktionen aufrufen wollte und dabei den Dialog und die Solidarität der Diasporen mit einer politischen Unterstützung in der Öffentlichkeit ein Ohr verschaffen wollte. Gerade diese Diaspora-Verbände sind die betroffenen Gesellschaften bzw. Völker, die damals im Vielvölkerreich des Osmanischen Reiches in Anatolien bzw. in Mesopotamien nebeneinander gelebt haben. Es ist was Erfreuliches, dass sogar in Anführungszeichen Mittäter nun an der Seite des armenischen und assyrisch-aramäischen Volkes stehen und für die Aufklärungsarbeit sorgen, damit die Geschichte nicht verfälscht weitervermittelt wird. Sicherlich ist die gesamte Gesellschaft noch nicht aufgeklärt, aber ich bin optimistisch, dass dieses Prozess nachhaltig gefördert wird. Ich bin froh, Professor Dr. Dabak eingeladen zu haben, der uns einen historischen Einblick verschaffen hat. Sie werden sich sicherlich fragen, warum hier nur zwei Abgeordneten bzw. Vertreter sind von zwei Parteien, von der Partei Die Linke und von der Partei EDP aus der Türkei. Der Grund ist, die Partei Die Linke hatte bereits im Dezember 2014 einen Antrag zur Anerkennung des Genozids an den Armeniern im Bundestag gestellt.
Die Demokratische Partei der Völker HDP aus der Türkei ist die einzige Partei, die aufrichtige Arbeit mit Projekten für die Anerkennung und Aussöhnung in der Türkei leistet. Diese Auswahl ist nicht aus persönlichen Gründen entstanden, sondern weil diese beiden Parteien eine öffentliche Anerkennung einforderten bzw. dies aussprachen, sich entschuldigt haben und für die Aussöhnung beitrugen, noch ehe es der Papst Franziskus getan hat. Ich bin mir sicher, dass sich in verschiedenen Parteien Gleichgesinnte finden lassen. Nur schaue ich auf das gesamte Bild einer Partei und nicht nur auf eine einzelne Person. Nichtsdestotrotz war es für mich von Anfang an ganz klar, dass ich alle Fraktionen im Stadtrat von Köln dabei haben wollte, da dieses Gedenken in einem überparteilichen Rahmen gedacht war und so stattfinden sollte. Natürlich war es für mich auch von besonderer Bedeutung, Herrn Oberbürgermeister Rotas als höchsten Repräsentanten der Stadt Köln dabei zu haben. An dieser Stelle vielen lieben Dank, dass ihr alle hier seid. Meine Damen und Herren, ich wurde mal gefragt, warum ich mich für den Genozid an den Armeniern und nicht für das Massaker von Kocki im Jahr 1920 und den Genozid der Desma im Jahr 1937-38 einsetze. Nicht, dass ich das nicht tue. Nun, diese Frage kann ich Ihnen auch leicht beantworten. Ich bin der Auffassung, dass die Ursache aller Massaker und Völkermorde im Aufbau des Nationalstaates mit der Geschichte von 1915 beginnt. Weil man nichts unternommen hat, sei es aus Passivität, Hilflosigkeit, zivilen Gehorsam oder Habgier, das de facto zur Mittäterschaft geführt hat. Die Ursache des hundertjährigen Leidens der Völker resultiert aus der Entstehung des jungtürkischen Nationalstaates, in der Nationalismus und Islamismus in seiner schlimmsten Form verschmolzen ist. Das heißt, im Itiat Veteraki Cemiyeti, auf Deutsch das Komitee für Einheit und Forschung. Mit diesem kranken Gedankengut begann die Homogenisierung des Vielvölkerreiches, das infolge zu allen weiteren Völkermorden, Massakern und Staatsterror geführt hat. Um die Geschichte zu verstehen, muss man nach dem Ursprung suchen und dort beginnen. Diesem kranken Gedankengut sind all die Menschen zum Opfer gefallen, von denen uns heute berichtet wurde. Man muss 1915 beginnen, um die Geschichte zu verstehen überhaupt. Ich sage immer wieder, wenn ich an 1915 denke und darüber spreche, beziehungsweise heute mich für die Anerkennung des Völkermords einsetze, dann bin ich im Herzen ein Armenier und ein Assyrer-Aramäer. Es ist unfassbar, dass eine westlich zivilisierte Gesellschaft Jahrzehnte benötigt hat, den Völkermord beim Namen zu nennen. Und wir sind bei dieser Bundesregierung immer noch nicht am Ziel. Ein Völkermord in die Warteschleife zu setzen und diesen aus geopolitischen Gründen totzuschweigen, nur um strategische Bündnispartner nicht in den Rücken zu fallen bzw. sie zu verärgern, ist eine traurige Bilanz für Deutschland. Wenn die Demokratie der westlich zivilisierten Gesellschaft sich darauf beruhen sollte, 100 Jahre zu schweigen, weil man eigene Interessenkonflikte vor den ethisch-moralischen Wertesystemen stellt, dann ist die Demokratie und die Freiheit nur ein fiktives Wort, da sie alles an ethischen und moralischen Wertesystemen vergessen lässt, wenn sie im Zuge dessen der nationalen Interessenkonflikte in das Tagesgeschehen bzw. in den Vordergrund stellt. Meine lieben Gäste, wir müssen aufrichtig mit der Geschichte umgehen, wenn wir heute diesen Völkermord gedenken. Dann sollte dies nicht nur einem symbolischen Zweck dienen, nur weil wir uns alle einig sind, dass es ein Völkermord war, wo 1,5 Millionen Armenier, 100.000 Assyrer, Aramäer und Pontus-Griechen auf grausamste Art und Weise getötet wurden. Nicht zu vergessen die nachfolgenden Opfer und Hinterbliebenen, von denen wir hier teilweise gehört haben. Wenn man das tut, dann muss man auch die Verantwortung für die jetzige Zeit nehmen und aufrichtig mit sich selbst sein. Ich möchte gerne einen Vergleich ziehen zwischen 1915 und heute. Die Sachlage ist vielleicht nicht nur hundertprozentig gleich in der Vorgehensweise und der Ausmaß ist unterschiedlich, aber die Struktur bzw. der Wesen, der dahinter steckt, ist ähnlich. 1915 hat das Deutsche Kaiserreich ein Militärbündnis mit den Jungtürken im Osmanischen Reich geschlossen, wo sie Zeitzeugen bzw. Mittäter waren. Geschieht das heute auch? Ja, es geschieht. Deutschland ist in mehreren Militärbündnissen und an Auslandseinsätzen beteiligt, die sogar völkerrechtswidrig sind. 1915 haben die deutschen Unternehmen wie Philipp Holzmann 10.000 armenische Männer in Zwangsarbeit gesteckt,
und sie gleichzeitig ausgebeutet und anschließend in den sicheren Tod geschickt. Die Deutsche Bank und die Victoria Versicherung AG profitierten von diesen Vermögenseinlagen und Versicherungspolicen der armenischen Bevölkerung. Geschieht das heute auch? Ja, das geschieht tagtäglich. Die Perversion des 21. Jahrhunderts in der kapitalistischen Moderne, das mit dem Begriff Globalisierung einen perversen neoliberalen Monstrum erschaffen hat, ist noch unbarmherziger und ausbeuterischer geworden. Zu 1915 kann man mit Gewissheit sagen, dass das Unternehmen Philipp Holzmann und die Deutsche Bank und weitere Blut an den Händen haben. Man munkelt über zig Tonnen Gold der Armenier in der Deutschen Bank. Ich würde gerne wissen, wie viel Gold die Deutsche Bank von den Armeniern gebunkert hat. Vielleicht kann die Deutsche Bank hierzu auch mal Stellung beziehen. Die Türken und die Kurden haben gleichermaßen neben dem physischen Mord auch den Raubmord begangen. 1915 hat im Deutschen Kaiserreich die nationalen Interessen den höchsten Stellenwert sogar über den ethischen, religiösen, moralischen und humanistischen Wert einvernommen. Aus diesem Grunde ist dieser Völkermord geschehen. Die Millionen Toten wurden Opfer des nationalen Interessenkonflikts. Das Volk wurde seinerzeit durch falsche Berichterstattung manipuliert, damit keine Risse im Bündnisfall entstehen sollen. Es ging nicht nur alleine darum, im Ersten Weltkrieg nicht alleine dazustehen, sondern vorneweg ging es um die Vormachtstellung der imperialen Interessenkonflikte des Deutschen Kaiserreichs im reichen Ölreservoir des Nahen Ostens. Die Islamisierung und ein Dschihad-Aufruf wurde sogar in Kauf genommen und gefördert, in der Hauptsache, dass der treue Bündnispartner die Jungtürken mitspielten. Geschieht das heute auch so? Es geschieht heute genauso. Nichts hat sich geändert, wenn man sich die Politik des Nahen Ostens vor Augen führt. Wenn wir heute den Opfern gedenken, wenn wir heute alle Armenier, Assyrer, Aramäer und Pontus Griechen sind, dann müssen wir morgen auch alle anderen sein, die heute durch Waffenexporte und Militarismus Opfer des nationalen Interessenkonflikts werden. Alle terroristischen Organisationen, Diktatoren und nicht-demokratischen Länder bekommen die modernsten Waffen durch die Hand der westlichen Staaten, durch Russland und China. Und leider ist Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur weltweit. Ich bin mir sicher, wenn man die Möglichkeit hätte, die Opfer von 1915 zu fragen, was wollt ihr, beziehungsweise was wollt ihr der Menschheit mit auf den Weg geben, da würden sie sicherlich sagen, vergisst uns nicht und seht hin, was das Ausmaß und der Grund für dieses Verbrechen war, damit dieses nicht nochmal passiert. Vergisst uns nicht. Nationale Interessenkonflikte, die Absicherung des Wohlstands im eigenen Land, kostet es, was es wolle, ohne Rücksicht auf Verluste, sind die Ursache des Genozids an den Armeniern und stehen auch als Ursache für alle Genozide und Massaker. Wer im Angesicht des Völkermords von 1915 an die Opfer gedenkt, aber im gleichen Zug im Irak-Kurdistan für die Barzani-Regierung für Waffenexporte wirbt, oder für fragliche Auslandseinsätze wirkt, der hat nichts, aber auch gar nichts von 1915 verstanden bzw. aus der Geschichte gelernt. Wenn ich 1915 ein Armenier bin, dann bin ich heute ein Jeside in Shelgar, der auch ein Völkermord durch die IS ausgesetzt ist. Ich weise darauf hin, dass die unterlassene Hilfeleistung der Barzani-Regierung einen Völkermord an den Jesiden durch den Islamischen Staat, IS, erst ermöglicht hat. Nicht die Peschmerga sind zu Hilfe geeilt, sondern es waren die YPG, YPG und die PKK-Einheiten. Die einen größeren Ausmaß des Völkermords verhindern konnten. In den armenischen Klöstern sind die Bischöfe zurzeit bewaffnet, weil sie der Barzani-Regierung nicht vertrauen. Und aber auch alle anderen Minderheiten erleben das gleiche Ausmaß. Auch hier wurden wie damals 1915 und 1938 in Dersim die Bevölkerung entwaffnet und ihrem Schicksal überlassen. Es ist ein wiederkehrendes Prozess, in dem sich die Konstellation und die Vorgehensweisen ändern, aber das Ziel ändert sich nicht. Es geht um Macht und die Absicherung des eigenen Interessen, auch wenn dies zu Kollateralschäden führt, wo unschuldige Menschen dafür sterben müssen. Wir dürfen nicht zulassen, dass nationale Interessen Vorrang haben vor humanistischen, ethischen und moralischen Werten. Zum Gedenken an den Genozid von 1915
würde ein Mahnmal, zumindest in Köln, das 100-jährige Schweigen brechen und zur Aufarbeitung beitragen. Hier wäre eine gemeinsame Resolution aller Fraktionen im Stadtrat Köln wünschenswert. Auch der Landtag Köln. Auch der Landtag NRW kann neben dem Bundesland Schleswig-Holstein eine gemeinsame Resolution aller Parteien verfassen und für die Erinnerungskultur dienen, indem sie eine Einrichtung einer armenisch-deutschen Schulbuchkommission nach dem Vorbild des deutsch-polnischen Schulbuchkommission anbietet, indem beide Länder, die Historiker, gemeinsam die Geschichte erarbeiten. Die Vergangenheit bzw. die Geschichte von 1915 darf nicht verfälscht weitervermittelt werden. Ignoranz ist die häufigste Todesursache auf diesem Planeten. Daher lasst uns für eine Gesellschaft kämpfen, in dem konfessionelle und ethische Unterschiede zu einem und machtpolitische oder finanzielle Interessen zum anderen nie wieder den Weg zu einem Genozid ebnen können. In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse. Vielen Dank.